Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex und diesmal leider wirklich der letzte Part für diese Aufnahmesession. Ich muss dann wirklich Schluss machen, auch wenn mir das Herz bricht. Aber ja, wir werden jetzt noch diese 20 Minuten Spaß ohne Ende haben. Ja, und deshalb müssen wir jetzt eine neue Quest uns aussuchen und zwar ein schneller Aufstieg. So, dafür müssen wir, glaube ich, wieder ins verbotene Tal. Genau, richtig. Also wir porten uns gleich zum Aufzug hin. Ah, da ist Gunnar. Okay, sind wir bei ihm vorbeigelaufen schon mehrmals. Sehr gut. Und dann gehen wir schauen, was Gunnar da so treiben tut. Normalerweise, also gerettet haben wir ihn ja schon. Das war ja eine Quest, stimmt. Habe ich vergessen gehabt. War eine ganz normale Quest mit Gunnar. Heureka! Sehr gut. Heureka! So. Und laufen, laufen, laufen. Tap-di-da. Mei, ist das schön. Jetzt sind wir dann bald Krieger. Das ist sehr, sehr gut. Ruck. Na. Natürlich, ein Felsen, ne? Hindert uns am Vorankommen. So, ein Stückchen noch. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Wow! Ja! Oh, ich stirb nicht, Gott sei Dank. Jetzt habe ich schon Angst gehabt. Ich wollte doch nur hier rauf eigentlich. Aha, da ist ein Gegner. So, mal kurz warten. Das war jetzt echt nicht schlau von mir. Na? Da stehen wir mal, das ist gut. Na, das geht noch nicht. Warten. Ach, das war jetzt gar nicht schlau. Will auch gar nicht wissen, was es da für Leute gibt, für Gegner gibt. Und ja, die wollte ich jetzt eigentlich ausweichen. Das schaut so aus, als wenn es Banditen wären, oder? Ah, vielleicht können wir helfen. Ja. Oh, den haben wir umgebracht. Ein Verbannter. Achso, und den ist er nicht schade. So, das haben wir da. Ominöser Zettel. Lass mich raten. Frank war hier. Fred war hier. So. Wer ist dieser Fred? Oh, wen haben wir denn da? Ja, komm zu Papa. Schleimdragon. Aha, den können wir besiegen. Okay. Das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Außer man hat keine Energie, so wie ich. Ja. Und hin ist er. 160. Bist du natsch. Ja, gut. Sehr gut. Und da oben ist, glaube ich, der Gunnar. Aber ich glaube nicht, dass es der gleiche Gunnar ist, den ich für den Gunnar gehalten habe. Ich glaube, das ist wer anders. Hallo? Oh, er ist tot. Ein toter Erzberserker. Das muss Gunnar sein. Das arme Schwein hat sich wohl mit letzter Kraft hierhin verzogen und ist dann seinen Verletzungen erlegen. Tja. Von ihm kann Ragnar keine Hilfe mehr erwarten. Das ist blöd gelaufen, ne? Das ist blöd gelaufen. So, was haben wir denn hier? Geierszorn. Ja, freut mich. Stopp, du bleibst hier. Ich wollte nur schauen, ob es hier was für umsonst gibt für uns. Ring des Diebes. Nehmen wir gerne mit. Da ist ein Sackel. Geht das auch zu mitnehmen? Geht das? Geht nicht. Vielleicht von der Seite. Also ist ein Krug. Okay, ich dachte, das wäre ein Sackerl. Nix da. So. Dann einmal Mana.
Schlafsackerl wieder. Naja, wobei, wir können uns hier ein bisschen hinlegen. Die Ratten wärmen uns. Bis zum nächsten Morgen pennen, das passt schon so. Gut, dann können wir zurück zu die Perserker reisen, weil dieser Gunnar ist hin. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, das habe ich jeden Tag. So, ich würde sagen, wir schauen mal hier rauf noch. Ah, da haben wir eine Truhe. Perfekt. So, mal schauen, ob ich das hinkriege. Natürlich nicht. Doch, ich krieg's hin. Nicht schlecht. Zu einfach. Ja, kann man so sagen. Trockenfleisch, boah, da ist viel drin. Kleiner Heiltrank, ein Haufen Dietrich, sanftes Klopapier und Zigaretten. Perfekt, nehmen wir alles mit. Tschak. Die Kiste nur zum Rauszahlt. Wirklich. So, was haben wir hier oben noch? Für Sachen. Ein Speer. Ja, einen Ray. Krug, Krug, Krug. Da war scheinbar ein Saufgelage. So. Ein Besen. Gutes Messer. So, ja. Dann haben wir hier vielleicht noch was. Geschoss. Aha. Ja. Eine Energiezelle. Brennstoff. Alex. Eine Axt. Klebeband. Geheime Gesprächsaufzeichnung Nummer 3. Während der letzten Stunden ist überall Panik ausgebrochen. Die Corporation hat Ihnen einen Rettungstransport zur Verfügung gestellt, welcher Sie und Ihre Familie in Sicherheit bringen wird. Ich sage es nicht gerne, aber die Straßen sind jetzt schon komplett verstopft. Wenn die Leute herausbekommen, dass sie nicht sicher sind, wird auch hier Panik ausbrechen. Es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie vorgehen werden. Ja, nimm die Beine in die Hand, ne? Gut, ich glaube, das hätten wir. Alles ziemlich genau angeschaut, müsste passen. So, dann zurück zu den Perserkern. So, Hotelruine, ja bitte. Herr Ragnar, pass auf, und zwar... Wegen deiner Beförderung zum Krieger. Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Cormac hat mir seine Zustimmung erteilt. Ja, das können wir mal machen. Cormac hat mir seine Zustimmung erteilt. Gut. Ohne sie hättest du schlechte Karten gehabt. Angrim ebenfalls. Angrim bürgt für mich. Ich hoffe, du hast dich nicht auf eines seiner Spielchen eingelassen, um ihn dazu zu bewegen. Wer mit dem Feuer spielt, kann sich schnell verbrennen. Haben wir schon genossen. Und Gunnar ist erledigt. Gunnar kann dir nicht mehr helfen. Warum? Was ist mit ihm? Ich habe seinen Leichnam im Tal gefunden. Ausgerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass er dort den Tod findet. Es wird mich einige Zeit kosten, seinen Ausfall wettzumachen. In jedem Fall hast du meine Stimme verdient, auch wenn der Umstand hätte besser sein können. Cool. Wegen meiner Beförderung. Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Das klingt gut. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Du hast es in der Tat geschafft, die Stimme aller Warlords einzuholen. Mhm. Damit hast du bewiesen, dass du würdig bist, ein Krieger zu werden. Juhu. Von nun an kannst du dich als solcher zu erkennen geben. Triff dazu unseren Schmied. Er wird dir eine entsprechende Rüstung verkaufen. Möge die Kraft des Manas durch dich fließen und deine Feinde erzittern lassen. Juhu! Neuer Rang, Kriegertepp. Sehr schön. Was muss ich tun, um Erzberserker zu werden? Was muss ich tun, um Erzberserker zu werden? Ich hab mich wohl verhört. Du willst was? Du hast mich schon verstanden. Jeden anderen hätte ich längst hinaus befördert, aber dein Blick verrät mir, du legst es wirklich darauf an. Erzberserker, hm? Mhm. Na schön, vielleicht hast du das Zeug dazu. Natürlich. Die Aufgaben, die du von den Warlords bekommst, werden nicht leicht. Als Erzberserker musst du beweisen, dass du Angriffssituationen beherrschst, Weltenherzen zu verteidigen weißt und dich auch in der Kunst der Diplomatie verstehst. Denkst du wirklich, du bekommst das hin? Natürlich. Siehst du? Natürlich. Gut, dann geh zu den Warlords, um deine Aufgaben zu erhalten. Ich will über meine Beförderung sprechen. Ich will über meine Beförderung sprechen. Achso, das ist schon zu weit, ne? Was soll ich für dich tun? Ja, das ist eine Rede. Was soll ich für dich tun?
Ich habe gehört, dass immer mehr Banditen zwischen Edan und Abessa auf Beutezug sind. Mhm. Wenn das stimmt, ist unser Weltenherz in Gefahr. Und das dürfen wir nicht zulassen. Normalerweise hätte ich Gunnar dafür abkommandiert. Aber seinen Knochen können wir wohl kaum noch einmal Leben einhauchen. Mhm. Auch wenn du dort bereits nach dem Rechten gesehen hast, bitte ich dich, ein weiteres Mal dorthin aufzubrechen. Such Thorgal beim Weltenherz auf. Er wird wissen, was zu tun ist. Hoffentlich triffst du noch rechtzeitig ein, bevor alles zunichte gemacht wird, was wir errichtet haben. Jawohl. Level 25 haben wir leider noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Magische Faust des Eises. Ja, warum nicht? Juhu, wir haben eine neue Faust bekommen. Jawohl, auf die Gosch. Okay. Ja. Wir müssen zum Schmied. Richtig, wir können uns gleich hinborden, das ist noch besser. Herr Schmied, wir brauchen eine neue Rüstung. Das hat uns sehr gelegen kommen. Der Schmied, ja, Rüstungsschmied, wer soll es sonst sein? Herr Rüstungsschmied. Du musst wohl der neue Krieger sein. Ja. Mir wurde bereits gesagt, dass du hier aufkreuzen würdest. Ja. Wenn du möchtest, verkaufe ich dir eine Kriegerrüstung. Bitte. Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Wird nötig sein. Und zwar Rüstung, Kriegerhelm. Der kostet schon ein Vermögen. Ha! Gute Nacht. Kriegerrüstung. Ja, bist du deppert. Konstitution führt mir ein bisschen noch fehlen. Das kriegen wir aber hin. Denke ich. Gut, dann machen wir mal das Hosensackerl auf. Ich glaube mal den Setzerbogen, Kriegsbogen hätten wir da. Da bräuchte ich mehr Geschicklichkeit. Gut, wir müssen definitiv mal Sachen loswerden. Ich würde sagen, die normale Armbrust kann man mal hergeben. Den Bogen lasse ich derweil noch. Die Waffe lasse ich auch noch. Dann haben wir hier. Das habe ich alles an, ne? Den Schrottsammlerhut können wir weggeben. Die Mütze können wir weggeben. Das können wir weggeben. Die Amulette belasse ich mal. So. Krimskrams. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen überhaupt. Die Drohnenkontrolle. Die wäre nämlich echt was wert. Gut, ich fürchte, dass wir dann bei passender Gelegenheit. Kleriker müssen wir sein. Die Macht, das können wir hergeben. Das brauchen wir überhaupt nicht. Berserker ist gut. Mächtiger Mana-Trank, das ist gut. Berserker, Kleriker, das haben wir auch weg. Das können wir brauchen. Das ist Kleriker, da geben wir alle Zwölfe weg. Berserker passt. Kleriker, das kommt auch weg. So. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn das alles so toll beschrieben ist. Da kann man schön ausmisten. So, lala, pures Mana werden wir brauchen. Flügelchen, Hornplatte. Ein Schlauch. Aha. Kralle und Zähne. Würde ich sagen, ja. Ja. Elektroschrott. Rohstoff. Verwendbar wäre handwerkliches Talent. Ja, ja, das habe ich wieder befürchtet. Magnesiumfackel. Da können wir sicher mal ein paar hergeben. So viel brauchen wir nicht wirklich. Hm. 3000 hätten wir. Viel zu wenig.
Ominöser Zettel. Öllampe, Besen, Krug. Gutes Messer, Kelch. Geldbündel, alte Münze, Klopapierl. Da können wir vielleicht auch 5 her oder mehr. So. Die Zigaretten können wir alle hergeben. Ich glaube nicht, dass man solche Splittergranaten und so klumpert. Ich glaube nicht, dass wir sowas brauchen, oder? Das ist zwar jetzt auch nicht viel wert. Eigentlich gar nichts. Scheibenkleister, echt. Tja. Was können wir sonst noch hergeben? Alte Münze. Geben wir halt auch ein paar her. Es ist echt nicht einfach. Eisenerz, Klebeband, Dietrich, Knochen, Zähne. Geben wir halt alles her. Kommen aber trotzdem niemals hin. So. Ah, warte. Vielseitig einsetzbar. Ich tue mal alles weg. Es hilft dir nichts. Wir brauchen das Zeug. Ich kann mit der Wahl eh nichts bauen. Ich werde das wahrscheinlich alles bereuen, dass ich das hergebe. Das spüre ich schon im linken Hüftknochen. Mächtiger Heiltrank. Ja, ich bin gerade voll am Verkaufen, tut mir leid. Der Part ist auch schon ziemlich am Ende. Ich verbrate hier gerade extrem wertvolle Zeit. Die verkaufe ich auch. Die braucht kein Mensch. Aber trotzdem noch gute 3000 zu wenig, ne? Die wäre halt echt was wert zum Hergeben. Zweihandwaffe. Aber wenn wir mal so stark sein sollten. Ist das eine schwere Entscheidung. Ist das schwer. Oh je, Mini. Was können wir noch verkaufen? Ich bin planlos. Die zwei vielleicht noch. Also die Sachen derweil einmal. Aber das ist alles noch zu wenig. Das brauchen wir auch nicht. Diese Elex-Tränke braucht man normal auch nicht. Mit das Zeug hier. Seelenkraut. Ach du liebe Zeit.
Wenn ich noch ein paar Stims hergib, geht sie alles nicht aus. Das geht sie nie und nimmer aus. Ach, das ist bitter. Wahrscheinlich werde ich es bereuen. Höchstwahrscheinlich werde ich es bereuen. Aber ich bin verzweifelt. Was soll ich machen? Ich muss schauen, dass ich Sachen loswerde. Ah, warte. Jetzt fehlen noch knappe 800. Der Bart ist auch schon, hat auch schon verdammt viel Überlänge. Tut mir sehr leid. Da kann ich jetzt gerade leider keine Rücksicht drauf nehmen. So, Mana-Trank. Asselfleisch. Kann ich nicht noch irgendwas hergeben? Geht nicht vielleicht doch noch hier irgendwas? Dieses Schwert brauche ich ja nie im Leben, oder? Ein Sockel hätte es. Gaias Zorn. Wenn ich die beiden hergib, wird's passen. Die würde ich vielleicht behalten wollen. Passt. Ja. Passt. So, du Kasperl. Zeig mir, was du herstellen kannst. Das machen wir einfach schnell. Ja, bla bla. Also wir kaufen uns jetzt diese Kriegerrüstung. Mir blutet das Herz, aber sollen wir machen. Kriegerrüstung und der Helm hat wie viel gekostet? Frage ich gar nicht nach. Gut, Handel abschließen. Ja, boah, ist das übel. Aber wir sind jetzt hoffentlich dann Technik bald stark genug. Also, gesehen. Konstitution war, glaube ich, dann noch... Na, geht's nicht aus. Ha, lustig. Okay, geht's nicht aus um einen Punkt. Naja, Pech gehabt. Wir brauchten 40, um es tragen zu können. Ne? Körperliche Verfassung wieder. Ja, die ist mehr schlecht. Ist ja egal. Nein. Ist egal. Wir haben sie schon einmal. Mit dem nächsten Level Up klappt's dann. So. Okay, so viel dazu. Ich gehe ins verbotene Tal. Nichts ist da. Nix. Gar nichts habe ich hinbekommen. Also ein zweites Mal müssen wir hin. Ja, ist ja wurscht. Wir werden das Kind schon schaukeln. Aber erst in der nächsten Aufnahmesession und somit in der nächsten Woche erst. Bis dahin. Hoffe ich, dass euch weiterhin das Spiel gefallen tut, Alex. Ich mag es weiterhin sehr, 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 sehr gerne. Und ich glaube, wir kommen unserem Ziel ja schon langsam etwas näher. Also diesen Kallax da umzuhauen, nehme ich mal an. Jo, also dann im nächsten Part gehen wir wieder ins verbotene Tal zurück. Und versuchen wir weiter zu questen. Krieger sind wir jetzt ja schon. Die Rüstung dazu kann man auch bald tragen. Wir brauchen nur noch ein Level Up und dem ist auch, das ist auch nicht mehr allzu weit entfernt. Gut. Was bleibt mir noch zu sagen? Außer, dass ich mich wieder von ganzem Herzen bei euch bedanke. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi und schöne Arbeitswoche.